müssen die Politiker ganz schnell noch einen kräftigenden Schluck nehmen, denn hier kommt ihr. Django Asyl. Der Niederbayer hält zum 7. Mal hier die Rede. Wir sind gespannt, wem er einschenkt. Da kriege ich nichts her. Das ist immer, gehört immer da her. Ja. So, wunderbar. Vielen Dank. Den Maßkrug dürfen wir sehen. Ist auch keine Schleichwerbung, macht er nur der BR. Ja! Herzlich willkommen auch von meiner Seite beim Maiburg-Anstich. Diesmal haben wir ja besonders viel zu feiern. Seit gestern Abend noch mehr. War das nicht eine Sternstunde für den bayerischen Sport? Ich gebe zu, ich war vor Ampfiff skeptisch. Ja, die haben das Spiel davor noch 1-0 verloren, haben wir gedacht, aue, aue. Und dann diese famose Leistung, drum auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch an den deutschen Eishockeymeister Ingolstadt. Gut, ansonsten gab es ja im Sport keine besonderen Vorkommnisse. Ja. Aber wir haben ja trotzdem viele Gründe zum Feiern. 400 Jahre Maiburg, davon 396 Jahre unter absoluter Mehrheit der CSU. Was haben wir noch zu feiern? Die bayerische SPD ist nicht aus dem Landtag geflogen. Das ist ein großer Verdienst von Florian Bronold. Ja. Na, der Florian, der wandelt ja schon erfolgreich auf den Spuren von Christian Ude. Jetzt fehlen eigentlich nur noch drei Dinge. Distanz zur eigenen Partei. Ein Schnurrbart. Und ein paar Mietshäuser in Schwabing. Ja. Und dann feiern wir auch noch den letzten Arbeitstag vom Christian Ude. Ist eigentlich da? Nicht? Jetzt ist der Reiter da, da kommt der Ude natürlich nicht mehr. Das ist dann klar. Ja, wobei, er wollte ursprünglich kommen. Er hat gesagt, er würde gerne seine letzten Stunden im Dienst mit uns verbringen. Und da, der einen hätten sich auch gefreut, also bei, dass er bei uns ist. Die anderen hätten sich gefreut, dass es seine letzten Stunden sind. Gut, wäre für ihn gut gewesen, wenn er heute da wäre, weil ab morgen muss er sein Bier selber zahlen. Ja, der Andrang beim Maiburg-Anstich wird ja immer größer. Ja, der Hofbräuchef, der Michael Möller, hat mir sogar verraten, 600 Einladungen gingen raus, 680 Zusagen gingen zurück. Doch, die Zahlen wurden auch vom ADAC bestätigt. Und drum mussten wir ja sogar leider den Horst Seehofer wieder ausladen. Ich soll auch Ihnen allen ausrichten vom Seehofer, er wäre gerne hier gewesen, aber aus Kapazitätsgründen ist er noch lieber woanders. Na gut, der muss, glaube ich, jetzt eh nochmal kurzfristig zum Dobrindt, zu unserem Bundesverkehrsminister. Der Dobrindt hat jetzt eine Anfrage gekriegt aus Moskau bezüglich Ausländermaut, weil die Russen, die wollen sowas für die Krim. Ja, es hat sich rumgesprochen, der Putin, der plant ja auf der Krim eine Landesgartenschau. Bloß das mit den Grundstücksverhandlungen, das zieht sich ein bisschen, aber das soll auch noch werden, wobei der Steinmeier soll ja den Putin ausbremsen. Das muss man sich mal auf dem Hirn zergehen lassen. Steinmeier droht Putin mit Sanktionen. Ja, das ist wie wenn ein Playmobil-Mannschall einen Kampfhund aufhalten soll. Ja. Ja.
Herr Steinmeier hat dem Putin ein knallhartes Ultimatum gestellt. Er hat gesagt, Putin, entweder du lässt die Ukraine sofort in Ruhe oder nicht. Aber Politik ist halt keine Sache von Ultimaten. Nein, Politik heißt, sich mit dem Gegenüber beschäftigen und dann einen Konsens finden. Bestes Beispiel, die PKW-Maut. Wieso kam da eine Einigung bei den Koalitionsverhandlungen zustande? Weil zwei Bayern verhandelt haben. Auf Seiten der Union, der Peter Ramsauer, auf Seiten der SPD, Florian Bronold. Und da hat der Ramsauer Peter gesagt, also wir wollen jetzt eine Autobahnmaut für Ausländer. Da hat der Bronold gesagt, eine tolle Idee, aber dann lieber auf Land- und Bundesstraßen für LKWs. Da hat der Ramsauer gesagt, also so wird das nichts. Da hat der Bronold gesagt, anders aber auch nicht. Da hat es geheißen, gut, dann sind wir uns ja einig. Ja. Bayern untereinander kommen halt immer zu einem guten Ergebnis. Ja, und Bronold und Ramsauer wurden auch belohnt für ihren Einsatz. Ja, der Bronold durfte endlich rein ins Bundeskabinett, der Ramsauer durfte endlich raus aus dem Bundeskabinett. Ja, und weil der Florian ja so ein Verkehrsexperte ist, sollte er ja Staatssekretär im Verkehrsministerium werden, als Nachfolger von Andi Scheuer. Ja, aber es wurde nur das Umweltministerium. Florian, angeblich konntest du keinen tschechischen Doktortitel nachweisen, sondern bloß ein Diplom von einer bulgarischen Volkshochschule. Aber damit wir das Thema PKW-Maut noch kurz abschließen, die PKW-Maut für Ausländer wird natürlich kommen, aber die Maut wird weniger Geld einbringen als gedacht. Jedoch ein Unterscheidungsmerkmal der CSU ist ja, es geht ihr nicht ums Geld, weil Geld haben wir ja nur. Ja? Nein, bei der PKW-Maut geht es um Gerechtigkeit. Ich zitiere CSU-General Scheuer, mit der PKW-Maut für Ausländer wird eine Gerechtigkeitslücke geschlossen, denn deutsche Autofahrer müssen in Österreich, Italien oder Frankreich auch Maut bezahlen. Jetzt kamen die Kritiker und haben gesagt, ja Moment einmal, die Österreicher, Italiener und Franzosen, die müssen ja in ihrer Heimat auch Maut bezahlen. Und dann sagt die CSU, das ist auch gerecht, weil die alle machen nicht in Bayern Urlaub. Und der allergrößte Gegner der Maut ist ja der EU-Kommissar Oettinger. Er hat gesagt, die Mautpläne der CSU sind grotesk und widersprechen dem Geist der EU. Ich meine, was will man auch vom Oettinger erwarten? Ich meine, wenn einer von seinen Eltern schon nach einem Billigbier benannt wurde. Da trinken wir lieber ein Scheißbier, ja? Der Oettinger, der wirft ja sogar der CSU Europafeindlichkeit vor. Ja? Aber auch hierzu ein Zitat von Scheuer, wir wollen ein besseres Europa. Also es soll tatsächlich ein besseres Europa her, bestehend aus Bayern und Tirol. Da machen wir noch ein Assoziierungsabkommen mit dem Gardasee. Und das klang doch. Ja? Und genau deshalb hat ja die bayerische Staatsregierung den Peter Gauweiler als EU-Wadelbeißer engagiert. Ja, das war taktisch klug vom Seehofer, weil er weiß, dass sich der Gauweiler nicht lang mit dem Wadel abgibt, der beißt immer gleich bis zur Gurgel durch. Ja? Ja, den darf man nicht unterschätzen. Der Gauweiler, der wurde sogar als Nachfolger von Friedrich als Landwirtschaftsminister gehandelt. Ja?
Ich meine, dass überhaupt ein Nachfolger für den Friedrich gesucht werden musste, das ist eine Riesensauerei. Da muss ein fränkischer CSUler namens Friedrich gehen, weil ein indischer SPDler namens Edati gerne nackte Kinder anschaut. Ja, wo gibt's denn sowas? In der Politik? Ja? Da hieß es, ja, da greifen die Mechanismen des politischen Geschäfts. Ja, man braucht einen Bauernopfer, den trifft's einen Landwirtschaftsminister. Ja? Wobei der Edati, der ist auch unten durch, sogar in der SPD, zu Unrecht, sagt der Edati. Na, der Edati sagt, er ist unschuldig, er hat gesagt, Nacktbilder von Kindern haben in der Kunstgeschichte schon immer eine große Rolle gespielt. Und drum hat er sich diese Bilder gekauft. Und da ist dann die bayerische Justiz gleich hellhörig geworden. Da hat es gleich geheißen, du, schaut euch mal die Bilder an, nicht, dass da was vom Gulit dabei ist. Ja? Wobei, den Fall Gulit, den hat er gar nicht so richtig kapiert. Ja? Also ich auch nicht. Also wenn mich wer gefragt hat, was Gulit ist, ich habe immer gesagt, du, ich glaube, das ist so wie Mollat, nur mit Bildern. Ja? Na, im Fall Mollat, da konnte ja die Beate Merk ihre ganze Souveränität ausspielen. Ja, da hatten ja einige Gerichte durch.